Moin zusammen, mein Name ist Nikolas und in diesem Video geht es um die neue B-Creators DP1310 USB-C-Docking-Station von BenQ. Wie vielleicht ein paar von euch wissen, habe ich mein Arbeitssetup komplett auf macOS umgestellt und meine Hauptzentrale auf dem Schreibtisch ist und bleibt eine Dockingstation. Solche Stationen erscheinen tatsächlich auch gerade ohne Ende. Erst kürzlich hat Razer auf der CES 24 ihre neue Version vorgestellt, K-Digit ist schon lange mit dabei und auch Ugreen mit ihrer RevoDock Max-Station, ja, ist auch kürzlich an den Markt gegangen. Am interessantesten fand ich persönlich allerdings die Lösung von BenQ. Diese Station scheint sich nämlich eher ein wenig an die Gamer zu richten. Wir können also nicht nur unseren Arbeitslaptop mit bis zu 3 Bildschirmen versorgen, sondern auch noch unsere Next-Gen-Konsole wie PS5 oder Xbox via HDMI 2.1 mit einbinden und mit nur einem Klick von der Arbeit zum Vergnügen wechseln, was ich schon mal sehr, sehr cool finde. Und zudem könnte sie auch noch die perfekte Lösung für unsere Windows-Handhelds bieten. Für Fans von Handhelds lohnt sich das dranbleiben, so viel kann ich schon mal sagen. Warten wir also nicht länger und fangen wir an. Wenn wir die Box öffnen, schaut uns schon der sehr übersichtliche Quick-Start-Guide an, den wir diesmal auch unbedingt befolgen müssen. Gerade das Installieren der Treiber ist absolut notwendig, denn sonst funktioniert die Station später nicht, dazu aber gleich mehr. Darunter befindet sich dann direkt die Station von BenQ. Ganz schick verpackt, hier noch mit einem Einband eingewickelt und verschlossen mit einem B-Creators Sticker. Mit 550 Gramm ist die Station übrigens deutlich leichter, als ich es erwartet habe, an Qualität scheint sie aber nicht einzubüßen. Auf der Station prangt noch ein großer Sticker, der uns nochmal eindringlich warnt, unbedingt vor der Benutzung, den Treiber zu installieren, aber wie gesagt, zur Einrichtung komme ich gleich noch. Unter der Lasche hier unten bekommen wir dann noch zwei Kabel mit an die Hand. Ein Highspeed USB-C 3.2 Kabel, mit dem wir dann später unseren Laptop mit der Station verbinden und ein HDMI 2.1 Kabel für unsere Konsole. Grundsätzlich finde ich es schon mal gut, dass wir ein Kabel für den Output bekommen. Also wenn die Station bei euch ankommt, könnt ihr sie sofort nutzen, ohne noch ein Kabel zu bestellen. Ich muss sagen, gerade bei solchen Preisregionen, das nervt mich immer immens und einige Unternehmen, gerade für den Output, lassen dieses Kabel ganz gerne mal weg. Umso besser, dass wir vom BenQ hier direkt alles dabei bekommen. Als letztes fehlt natürlich noch das Netzteil und das ist ganz schön groß, muss ich sagen. Gut, es muss auch etwas größer sein, denn wie wir später feststellen werden, leistet die Station ganz schön was und dafür brauchen wir natürlich ein bisschen Saft. 180 Watt stark ist das Netzteil und damit lässt sich dann nicht nur unser angeschlossener Laptop verbinden und laden, sondern noch 4 weitere Geräte laden, plus unsere PlayStation 5 bzw. Xbox ist noch mit eingebunden. Ganz schön beeindruckend, was so eine kleine Station leistet. Werfen wir jetzt mal einen genaueren Blick darauf. Das Design ist natürlich typisch, sticht aber trotzdem ein wenig durch den grünen Switch-Button hier an der Vorderseite heraus. Durch die Silber- bzw. Anthrazite-Farbgestaltung ist es wirklich sehr edel designt und passt so auf jeden Schreibtisch und in jedes Setup. Viel wichtiger ist aber natürlich die Qualität und hier kann ich euch sagen, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Die gesamte Station ist aus solidem Aluminium gefertigt, fasst sich richtig, richtig gut an und durch die geribbelte Oberfläche oben und unten wird die Hitze perfekt abtransportiert und eine Überhitzung der Station findet somit nicht statt. Und damit die Station auch sicher und gut sowohl hochkant als auch liegend auf eurem Schreibtisch Platz findet, können wir an der Unterseite noch ein paar Gummifüße in die Struktur einklippen. Also Design und Qualität überzeugen mich auf jeden Fall, hier macht BenQ auf jeden Fall alles richtig. Spannend wird es aber natürlich jetzt erstmal, wenn es um die Anschlüsse geht, denn darum geht es natürlich bei so einer Station. Neben dem großen grünen Switch-Button hier an der Vorderseite, der die Station ja ein wenig ausmacht und uns später auch direkt zur Spielekonsole wechseln lässt, sind noch zwei USB-A 3.2 Gen 2 Schnittstellen verbaut, die beide bis zu 7,5 Watt ausgeben, sich also perfekt zum Laden eignen, als auch noch ein USB-C Anschluss, der sogar bis zu 36 Watt ausgibt. Das eignet sich also perfekt fürs Schnellladen oder auch mal für größere Geräte wie das Steam Deck oder Ally. Interessant wird es jetzt aber auf der Rückseite, denn ich hatte am Anfang gesagt, diese USB-C Dockingstation ist was für die Gamer und hier auf der Rückseite wird auch klar warum. Fangen wir aber erst kurz an der linken Seite an. Hier bekommen wir zwei USB-A Schnittstellen für unsere Maus und Tastatur, eine weitere USB-A 3.2 Gen 2 Schnittstelle, die wiederum 7,5 Watt ausgibt, als auch natürlich der Gigabit Ethernet Anschluss. Fehlen noch die Buchsen bzw. Anschlüsse für unsere Eingabegeräte, die wir dran anschließen. Also für unseren Laptop beispielsweise bekommen wir einen USB-C Anschluss, der bis zu 100 Watt ausgibt, also gleichzeitig den Laptop noch lädt und unsere Spielekonsole, also Xbox bzw. PlayStation 5, dafür ist ein HDMI 2.1 Input verbaut. Outputs dagegen bekommen wir 3. Wir können also nicht nur mit unserem Laptop bis zu 3 Bildschirme gleichzeitig betreiben, sondern auch noch die PlayStation 5 über den HDMI 2.1 Output im vollen Umfang nutzen, also auch einen Pass-Through von 4K 120 Hz haben. Die weiteren beiden Buchsen ist ein DisplayPort 1.2 sowie ein HDMI 2.0 Anschluss. Abschließend also jede Menge Anschlüsse, sodass auch jedes Gerät wohl irgendwie seinen Platz an der Station findet. Kleiner Kritikpunkt, beziehungsweise Kritik ist das falsche Wort, das ist Meckern eigentlich auf sehr hohem Niveau.
Aber um die BenQ jetzt für mich noch perfekt abzurunden, wäre ein SD-Kartenslot an der Vorderseite noch optimal, sowie vielleicht den einen oder anderen USB-C-Anschluss mehr. Denn dieser Standard hat sich bei mir hier tatsächlich mehr durchgesetzt, spätestens seit dem neuen iPhone. Meine Handhelds mittlerweile liegen hier bei mir nur noch USB-C-Kabel rum. So, genug der Äußerlichkeiten und der Specs. Schließen wir das Teil jetzt mal an und ich mache das jetzt hier direkt mal mit meinem Setup, genauso wie ich es jetzt hier stehen habe, wie ich es auch in meinen Workflow mit einbauen würde. Ich habe also hier eine PlayStation 5 vor mir stehen, ein LG C2 als Hauptmonitor, als auch ein MacBook Pro als Arbeitslaptop. Und starten werden wir natürlich mit dem Treiber. Wir wurden häufig von BenQ beim Unboxing gewarnt, dass dieser Treiber unbedingt zu installieren ist vor der Nutzung. Genau das machen wir jetzt auch. Ich packe euch den Link mal in die Videobeschreibung, falls ihr dann mal auf der Suche danach seid. Darüber könnt ihr ihn finden. Einfach das Betriebssystem auswählen, auf dem ihr euch gerade bewegt, runterladen, installieren und fertig. So, und wenn das erledigt ist, können wir uns auch schon ans Verkabeln machen. Dafür schließe ich mein MacBook Pro hier über USB-C mit der Station an. Damit bin ich schon mal mit allem verbunden, was gleich noch an die Station mit drankommt. Meine PlayStation 5 kommt natürlich jetzt an den HDMI 2.1 Input der Station. Immer darauf achten, dass ihr passende Kabel verwendet. Aber wenn ihr eine PlayStation 5 zu Hause habt, dann sollte eigentlich alles mit den Kabeln passen. Aber falls es euch mal auffällt und ihr bekommt leider nur ein Pass-Through von 4K60, dann kann es mitunter an Kabeln liegen, also immer darauf achten, Highspeed-HDMI-Kabel zu verwenden. Jetzt fehlt noch die Verbindung zum Monitor, dafür natürlich einfach mit dem mitgelieferten Kabel vom Output HDMI 2.1 in den Monitor LG C2 und damit bin ich schon angeschlossen. Jetzt noch Maus und Tastatur hinten an die Station anschließen, Ethernet-Kabel rein und mein Roadcaster angeschlossen und dann ist bei mir alles verkabelt. Die BenQ-Station müssen wir jetzt hier noch an der Vorderseite durch längeres Drücken des grünen Knopfes einschalten und schon sollte eigentlich alles erkannt und das Bild angezeigt werden. Der Workflow sieht jetzt bei mir folgendermaßen aus. Ich kann ganz normal auf meinem LG arbeiten, ja, der Laptop ist angeschlossen, alles funktioniert, Maus und Tastatur werden erkannt und Ton von dem Roadcaster wird auch erkannt. Ich kann also ganz normal arbeiten und wenn ich jetzt denke, oh, jetzt mal eine halbe Stunde Gaming-Pause, drücke ich einmal kurz auf den grünen Knopf und binnen Sekunden wird mir das Bild der PlayStation 5 angezeigt und ich kann in vollen 4K 120 Frames zocken. Wenn es dann wieder Zeit ist zu arbeiten, einfach nochmal kurz den grünen Button drücken und ich bin binnen Sekunden wieder auf meiner Arbeitsoberfläche. Aber so eine Dockingstation ist natürlich auch vor allem interessant, wenn ihr mehrere Bildschirme anschließen wollt, denn mit einigen Laptops ist das ja so gar nicht möglich, also braucht ihr sowieso eine Dockingstation und diese macht das wirklich perfekt. Ihr könnt bis zu drei Bildschirme anschließen und habt durch den HDMI 2.1 Output aber grundsätzlich immer für die PlayStation 5 den besten Pass-Through, was ich sehr, sehr cool finde. Das wäre halt auch was für Streamer, muss ich sagen, wenn ihr jetzt mit der PlayStation auf dem Hauptbildschirm, sag ich mal, streamt und auf den weiteren Bildschirmen habt ihr über euren Laptop eure Streaming-Oberflächen. Das ist eigentlich sehr, sehr cool. Also eine Station nicht nur für, sag ich mal, Arbeitende, sondern vor allem für arbeitende Gamer. Sprechen wir über die Kompatibilität und grundsätzlich ist die DP1310 von BenQ mit so ziemlich allen gängigen Systemen kompatibel und lässt auch Multi-Monitor-Anwendungen zu, sei es bei Windows, macOS, Ubuntu, Chrome OS oder Android-Systemen. Natürlich werden aber auch Apple Silicon Chips wie der M1, M2 oder M3 unterstützt. Ihr müsst lediglich darauf achten, dass euer Laptop einen USB-C-Anschluss besitzt, der gleichzeitig einen DisplayPort beinhaltet. Das ist eigentlich meist der Fall, ich wollte es aber sicherheitshalber trotzdem noch mal kurz erwähnen. Wenn ihr jetzt eure Bildschirme anschließt, stehen euch folgende Bildwiederholraten als auch Auflösungen zur Verfügung. Grundsätzlich bekommt ihr, egal wie viele Monitore ihr anschließt, am DisplayPort 1.2 Output als auch am HDMI 2.0 Output eine maximale Auflösung von 4K60. Im Gegensatz dazu bringt der HDMI 2.1 Output sogar eine Auflösung und Bildwiederholrate von 8K60 maximal. Achtet aber darauf, der angeschlossene Laptop ist egal, auch wenn der Laptop 120 Hertz kann, bringt über den USB-C-Anschluss leider nur 60 Hertz auf den Bildschirm oder den angeschlossenen Monitor, was ich jetzt tatsächlich ein wenig schade fand, denn mein MacBook Pro hat ProMotion, also 120 Hertz und ich kann machen, was ich möchte, ich kriege leider nur 60 Hertz auf meinen LG C2. Die PlayStation 5 bzw. Xbox oder grundsätzlich eure angeschlossene Konsole ist übrigens über den HDMI 2.1 Input immer mit dem HDMI 2.1 Output verbunden, also da herrscht immer der bestmögliche Pass-Through. Mich persönlich hat jetzt aber mal interessiert, als mittlerweile wirklich leidenschaftlicher Handheld-Nutzer, ich liebe mein Ally bzw. Steam Deck, ob ich die Station nicht auch dafür nutzen kann. Gut, wir klammern Steam Deck jetzt mal aus. Linux wird ja nicht unterstützt, aber ich habe gedacht, Windows 11 sollte funktionieren. Gesagt, getan, Treiber installiert, Ally am USB-C-Anschluss angeschlossen und es klappt. Auch Maus und Tastatur wurden sofort erkannt und jetzt habe ich einfach ein Windows-Setup auf meinem Schreibtisch mit meinem Ally. Nicht falsch verstehen, es gibt natürlich deutlich kostengünstigere Alternativen auf dem Markt.
Nichtsdestotrotz freue ich mich als Handheld-User natürlich jetzt sofort, dass das so problemlos funktioniert. Und da ich sowieso mein Setup mittlerweile auf Laptops aufbaue, kann ich so ein Gerät sparen und habe mit einer Station alles versorgt. Das finde ich natürlich super. Wenn ich jetzt also gerade am Ally zocke und denke mir, na jetzt vielleicht mal ein bisschen Strategie spielen mit Maus und Tastatur, kann ich einfach ins Büro gehen, ein Kabel von meinem Laptop lösen, ins Ally packen und ich bin sofort ready. Ich muss nichts weiter mehr machen, einfach ein Kabel. Und es kann losgehen. Aber die letzte Frage ist natürlich noch nicht beantwortet. Was kostet uns das Ganze? Mit 359,99 Euro UVP ist die Bianchi-Station mit Sicherheit nicht günstig, bewegt sich aber exakt im Rahmen vergleichbarer Stationen von Ugreen bzw. Keldigit. Dafür bringt sie für mich aber auch ein paar Einzigartigkeiten mit. Gerade die Einbindung der Spielekonsole ist natürlich der Punkt schlechthin. Und dass wir endlich einen richtigen HDMI 2.1 Output verbaut haben, finde ich natürlich besonders cool. Denn genau diesen habe ich an meiner jetzigen oder aktuellen Station deutlich vermisst, muss ich sagen. Fazit des Ganzen, mir gefällt die BenQ-Station wirklich sehr, sehr gut. Der Funktionsumfang ist für mich und für mein Setup hier gerade tatsächlich ziemlich optimal. Der Workflow gefällt mir, ich kann alles mit einbinden, was ich gerade nutze. Wie gesagt, mein Laptop ist sowieso gerade mein Hauptrechner. Ich spiele hauptsächlich auf Konsolen oder Handhelds und alles funktioniert mit der BenQ. Ist es denn jetzt die perfekte Dockingstation? Und ja, von Perfektion zu sprechen ist immer extrem schwer. Und die BenQ, die macht ihre Sache schon sehr, sehr gut, aber perfekt natürlich auch noch nicht so ganz. Dafür würde ich mir tatsächlich noch so ein, zwei Sachen mehr wünschen. Ganz vorne dabei ein SD-Kartenreader vorne mit rein, ein paar Anschlüsse mehr. Und der größte Punkt, den ich gerne erfüllt hätte irgendwann mal, das habe ich leider noch mit keiner Station geschafft, dass ich die ProMotion bzw. 120 Hertz meines MacBooks auch irgendwie auf meinen LG C2 bekomme. Mit sämtlichen Adapterkabeln funktioniert es nicht und die BenQ limitiert leider auch auf 4K 60. Das hätte ich mir noch gewünscht, aber abgesehen davon ist die Station natürlich ein tolles Produkt mit super Features von BenQ und an dieser Stelle auch erstmal vielen Dank dafür, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, für euch ein Review zu produzieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht ist die Station für den einen oder anderen ja auch interessant mit einem ähnlichen Setup zu Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst diesem doch gerne einen Daumen nach oben da, freue ich mich immer sehr darüber und wenn ihr mich, meine Arbeit und diesen Kanal unterstützen wollt, dann lasst ihm doch gerne ein kostenloses Abo da. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.